Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Suhl spielt. Und wir befinden uns in Teil 11 des Applied Energistics 2 Tutorials. Und heute geht es um Peer-to-Peer-Tunnel. P2P. Peer-to-Peer kennt ihr vielleicht aus dem Internet. Ist eine Technologie, die oft verwendet wird, um Daten auszutauschen und basiert auf dem Prinzip, dass man zuvor heruntergeladene Datenpakete den anderen wieder zur Verfügung stellt und damit eine große Masse an Uploadern im Prinzip bereitsteht und sich große Datenmengen schnell verteilen lassen im Internet. Wo wird sowas verwendet? Bei Sachen, auf die ich nicht näher eingehen möchte und zum Beispiel aber auch im Hintergrund von Steam und irgendwelchen anderen Anbietern, die große Datenmengen unters Volk bringen wollen. So, wir gucken uns aber Peer-to-Peer im Minecraft an und es geht los mit dem Peer-to-Peer-Tunnel vom Typ ME. Das Crafting-Rezept dazu relativ einfach: drei Fluxkristalle, drei eisenbaren Konstruktionsprozessor ergibt den Tunnel vom Typ ME. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Display und es gibt insgesamt sechs verschiedene Typen Tunnel in AE2, die habe ich euch mal hier aufgelistet. ME haben wir schon gerade gesehen. Dann für Items, Flüssigkeiten, RF und meines Wissens auch EU, also Energie, Redstone und Licht. Und ein wichtiges Element, bevor wir loslegen, was man ebenfalls braucht, um mit den Sachen zu arbeiten, ist die Speicherkarte. Dazu das Rezept, auch überschaubar: zwei Goldbarren, Redstone, Eisenbarren. Kalkulationsprozessor. Heraus kommt eine einzige Speicherkarte. Mehr brauchen wir auch nicht. So, jetzt habe ich hier mal ein kleines Szenario aufgebaut. Das ist aber unvollständig, weil wir wollen uns das ja im Detail angucken. Wir haben wie immer unseren ME-Controller, unten drunter Energie, eine Konsole dran, damit wir mal gucken können, was im System drin ist. Und hier sind fünf Peer-to-Peer-Tunnel vom Typ ME angebracht. Jeder verbraucht einen Kanal. Kennen wir schon, 5 von 8 Kanälen in Verwendung. Genau, dann ist hier mal nichts. Dann ist hier ein schlaues Kabel mit 8 Kanälen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen dichtes mit 32 Kanälen. Hier sind auch nochmal 5 Peer-to-Peer-Tunnel angebracht. Die sind aber alle offline. Es gibt hier auch sonst nichts, kein Strom. Genauso hier bei dem Drive. Wir haben hier eine Speicherzelle und da kann ich sagen, da sind Items drinne. Deswegen ist ja auch ein bisschen was genutzt und zwei von 63 Typen. So, ein häufiger Anwendungsfall, naja, ich nehme an, häufig, ich weiß es nicht. Mein Anwendungsfall für sowas ist zum Beispiel, ihr wollt dichtes ME-Kabel, 32 Kanäle an einen etwas weiteren entfernten Ort bringen, habt aber nicht genug Materialien, um jetzt hier so ein elendig langes, dichtes Kabel zu bauen. Und da helfen die Peer-to-Peer-Tunnel schon mal weiter. Ihr könnt nämlich einfach einen Peer-to-Peer-Tunnel an so ein Kabel dran batschen. Das sieht dann so aus. Ich nehme mal an, man kann das auch direkt an den Controller dran setzen. So könnte funktionieren. Wir machen das aber mal mit dem Kabel, weil ich dann auch zeigen kann, wie viele Kanäle verwendet werden. Dann kommt hier also das Peer-to-Peer-Element dran. Das verbinden wir jetzt ganz normal mit unserem Kabel und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. So. Und verbinden das. Was sich jetzt hier tut? Nichts. Keine Änderung. Warum? Ja, das hat hier alles keinen Strom. Ja. Eine Sache, die ihr machen könnt, ist, was ich, wenn jetzt hier ein Strom dran wäre, dann haben plötzlich diese beiden Peer-to-Peer-Tunnel Energie. Man sieht es hier und hier. Aber das Zeug hier hinter hätte noch keinen Strom, müsste man quasi hier noch eine Energiequelle ansetzen. Dann müsste jetzt eigentlich das Zeug hier hinten online gehen. Tut es nicht. Was haben wir falsch gemacht? Sehen wir gleich. Wir fangen die mal eben wieder weg. So, statt hier aber die Energiequelle
falls habt, also eventuell habt ihr vielleicht einfach keine oder habt da keine Möglichkeit, nochmal was anzuschließen. Deswegen tun wir sie mal kurz wieder weg. Ihr könnt auch einfach Energie aus diesem System abzweigen. Müssen aber aufpassen, dass wir nur Energie transferieren und nicht Daten. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen von dem Quarzzeug. Und den Rest können wir mit dem ganz normalen Kabel verbinden. Dann haben wir auch plötzlich Energie hier drin. Ja, gut. So. Und hier können wir im Prinzip das Gleiche machen. Wir können entweder eine Energiequelle hinsetzen oder wir klauen uns den Strom von dem bereits bepowerten Bereich. So, jetzt haben wir hier hinten Strom. Hier tut sich noch nichts, weil wir zwar Strom haben, aber kein Netz. Ja, also kein Datennetz. Und da kommt jetzt unser Peer-to-Peer-Tunnel ins Spiel und die Speicherkarte. Und zwar um so zwei, ja, Tunnelenden miteinander zu verbinden, muss das Quellende auf der Speicherkarte gespeichert werden und auf dem Zielende wieder geladen werden. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt das Ding in die Hand, haltet die Shift-Taste fest und klickt mit der rechten Maustaste auf das Tunnelende und dann seht ihr auch unten in die Meldung Einstellung erfolgreich gespeichert. Ja, auf dieser Speicherkarte ist jetzt ein Peer-to-Peer-Tunnel gespeichert. Um Einstellung wieder auf ein Peer-to-Peer zu laden, diesmal ohne Shift, einfach mit der rechten Maustaste drauf. Einstellung erfolgreich geladen. So, jetzt seht ihr auch hier plötzlich ein von 32 Kanälen oder hier ein von 8 Kanälen und das ME-Laufwerk hat ja, Anschluss ans ME-System. Gehen wir mal hier hin und wir sehen tatsächlich diese beiden Sachen, wo ich vorhin sagte, die sind auf der Speicherkarte drauf. Wir transferieren jetzt also quasi das Signal von da hinten durch diesen Tunnel hier vorne hin. Jetzt denkt ihr vielleicht, sieht er irgendwie unnütz aus. Der Charme dabei ist eigentlich, dass jetzt wir an diesem Kabel hier hinten 32 Geräte anschließen können und hier aber nur ein dünnes Kabel verwendet wird. Das Kabel hier braucht immer jetzt genau nur zwei Kanäle. Einen für den und einen für den. So, gucken wir nämlich mal hier hinten nach. Die hier sind alle jetzt offline, ne? Ihr seht das ein bisschen an diesem rosa Gedöns und ich glaube auch, das bleibt. Ich muss mal eben was prüfen, weil manchmal ja, manchmal updatet sich das Netzwerk nicht korrekt, wenn man mal irgendwo hier im Kreativmodus ein Element raushaut und wieder reinsetzt. Schauen wir mal weiter. Unser Laufwerk ist angeschlossen und unser dichtes Kabel ist mit dem dichten Kabel da hinten verbunden. Dann schauen wir uns mal die weiteren Tunneltypen an. Wir haben gesehen, es gibt da zum Beispiel noch, was nehmen wir mal als erstes? Redstone. Um ein Standardtunnel vom Typ ME in einen Redstone-Tunnel umzuwandeln, nimmt man einfach, naja, ein Stück Redstone in die Hand und rechtsklickt das Tunnelelement. Und schon wird es zu einem Peer-to-Peer-Tunnel vom Typ Redstone. Und so kann man alle Typen setzen. Mit einem Fluxkabel setzt man wieder zurück auf ME. Mit Redstone auf Typ Redstone. Die anderen sehen wir gleich noch. Ja, jetzt wollen wir hier hinten auch ein vom Typ Redstone haben. So. Wenn wir jetzt hier vorne eine Redstone-Spur hinlegen und da mal Energie draufpacken. So. Und jetzt hier hinten hingehen und diese Spur da wieder rausziehen. Passiert nichts. Warum? Genau, vergessen, die Tunnel miteinander zu verbinden. Also zum Quelltunnel, Shift-Rechtsklick, gespeichert. Zum Zieltunnel, normaler Rechtsklick. Und der ist geladen und ihr seht, aha, das Redstone-Signal, was da hinten in den Tunnel reingeht, kommt plötzlich hier raus und wird fortgeführt. Und das Ganze, jetzt ist das Ding online, verbraucht einen Kanal. Zwei Kanäle hier. Hier bleibt es weiterhin bei zwei Kanälen. Und die hier hinten sind sowieso schon alle online. Ein bisschen zu dem Redstone noch erzählt. Ihr seht, warte, ich mache mal eben wieder ein bisschen hell. So, Redstone hat hier im Tooltip Energie 15,
14. Es geht also mit Energie 14 in den Tunnel rein. Es kommt mit Energie 14 wieder raus und baut sich dann weiter ab. Peer-to-Peer ist aber auch eins zu vielen. Ja, ich kann jetzt hier noch einen zweiten Tunnel, also einen zweiten Tunnel zum Typ Redstone machen und hier die gleiche Konfiguration laden. Und es kommt hier genauso raus mit Energie 14. Ja, da könnt ihr also, naja, gibt wahrscheinlich einfache Möglichkeiten, aber ein Redstone-Signal duplizieren. So, lassen wir den Redstone einfach mal laufen und gucken uns den nächsten an. Ich pack das mal kurz weg. Ich möchte zum Beispiel Flüssigkeiten machen. Flüssigkeiten, das ja, assoziiert man wahrscheinlich am ehesten mit einem Eimer Wasser. Also Shift-Rechtsklick und schon wird es ein Peer-to-Peer-Tunnel Flüssigkeiten. Ich speichere gleich schon mal die Konfiguration. Gehen hier hinten hin und machen hieraus ein Wasser. Und hieraus auch ein Wasser. Dann laden wir hier die Config und hier auch. So, jetzt werden wir mal ein bisschen was hier aufbauen. Wir machen, das machen wir gleich. So, hier stellen wir mal eben ein Fluidduct hin. Das wird sicherlich auch mit anderen Röhren gehen, die Flüssigkeiten transferieren. Und hier habe ich einen Tank mit Wasser drin, 32.000 Millibuckets. So, den wrenchen wir jetzt mal eben um, dass das Wasser da rausfließt. Blöpp. Und ihr seht, es sind schon mal 3.000 weg. Die stecken jetzt quasi hier in dem Rohrleitungssystem und in dem Tunnel drin. Wenn wir jetzt hier leere Tanks hinstellen, und ich stelle jetzt gleich hier zwei hin, blöpp, blöpp, seht ihr, wie die Flüssigkeit von hinten rausgeht und hier vorne wieder ankommt. Warum ich jetzt hier zwei hingestellt habe, bei dem Redstone hat sich das Signal einfach dupliziert, aber das ist jetzt hier nicht der ultimative Trick, um irgendwas zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Ihr seht, hinten waren 32.000 drin, die haben sich jetzt hier aufgeteilt. Hier sind irgendwie 16.700 drin plus die 15.000, das ergibt am Ende wieder genau 32.000. Ja? Also es ist kein Mittel, um irgendwas zu cheaten. Es ist einfach hier, um Flüssigkeiten zu transferieren. Packe ich hier nochmal einen vollen Tank drauf, wrench den nochmal eben. Wird das jetzt weiterlaufen, bis der Tank voll ist. So, 32.000 und der Rest bleibt hier einfach übrig. Gut, das war Flüssigkeiten. Schauen wir uns dann mal an, zum Beispiel Licht. Licht kann man setzen mit einer Fackel oder mit einem Block Glowstone. Peer-to-Peer-Tunnel Licht. Auf der Seite machen wir das genauso. So, jetzt haben wir natürlich vergessen, hier die Config zu laden. Machen wir gleich. Eben kurz hier gucken. Vier Kanäle, zwei Kanäle, vier Kanäle. Also wir sehen schon, jetzt transportieren wir schon vier Kanäle durch zwei Kanäle. So, Lichtconfig speichern, Lichtconfig laden. So, wie kann man jetzt Licht demonstrieren? Wir machen mal dunkel. Ich setze hier den Glowstone-Block davor. Ihr seht, es leuchtet hier, aber ihr seht, es leuchtet auch genauso hier. Ja, das Licht kommt hier aus dem Peer-to-Peer-Tunnel wieder raus. Reiße ich den Block ab, wird es auch da hinten dunkel. Ja? Lichttransport. So, es werde Tag. Dann haben wir noch Energie. Energie kann ich zum Beispiel einstellen mit so einer Energiezelle. Dann packe ich hier mal die Config auf die Speicherkarte und setze eine volle Energiequelle hin. Stell die so ein, dass hinten der Output ist. Ja, orange hinten Output. Und wir stellen eine leere, Moment, erst müssen wir den Tunnel konfigurieren, Config laden, stellen eine leere dahin und stellen ein hinten Input. Und ihr seht oben im Tooltip, die Energie wird jetzt hier rüber transferiert. Ja, da hinten geht die Energie jetzt langsam weg und hier wird sie hin transportiert. So, das ist das Energiethema. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Items. Items kann man setzen, ich glaube mit einem Trichter zum Beispiel. Ja,
Dann ist es hier schwarz. Ja, hier, Energie geht weg. Wir machen auch einen Trichter dran. Wir speichern die Konfiguration. Und schmeißen mal, was habe ich denn übrig? Hier 64 Kabel rein. So, die liegen jetzt da in dem Hopper drin, in dem Trichter. Andere Seite, Typ einstellen, Config laden, Kiste dran stellen, plöpp. Und ihr seht, die Items hinten aus dem Trichter gehen durch den Peer-to-Peer-Tunnel, kommen hier wieder raus in die Truhe rein. Noch ein Blick auf die Kanäle. 6 in Benutzung, 2, 6. Ja, passt, funktioniert. Hier wird es immer weniger. Noch ein Wort hier zu den Speicherzellen. Kann natürlich auch hier direkt mit Stromkabel dran. Ist kein Problem, es funktioniert genauso. Packen hier wieder die Speicherzelle hin, stellen eben die Config ein und sie füllt sich. Ja, geht halt auch direkt Stromkabel anschließen. Gut, damit haben wir, glaube ich, auch schon alle 6 Tunneltypen erklärt. Items, Energie, Licht, Flüssigkeiten, Redstone und ME an sich. Dass das jetzt auch mit den Kanälen wirklich funktioniert, dann nehmen wir nochmal eine Handvoll Laufwerke. Blöp, 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 blöp. So. Benutzt. Okay, das Kabel ist hier zu dünn, glaube ich. 2, 4, 6. Ein zu viel, aber 8. 8 plus, da hinten kommt noch was dazu. Also hier haben wir 13 Kanäle. Die passen hier wunderbar durch das dünne Kabel durch und kommen hier hinten wieder raus. So könnt ihr relativ einfach das ME-System erweitern. Oder man baut halt das dicke Kabel von NDIO. Das ist auch, glaube ich, auch etwas günstiger als das originaldichte Kabel von AE2. Bisschen verwirrend mag das hier mit dieser Stromgeschichte sein, aber auch, also hier ist quasi keine Verbindung zwischen diesen beiden Netzwerken und wir brauchen halt Strom, dass die Peer-to-Peer-Tunnel an sich funktionieren. Von daher einfach mit der Quarzfaser Strom abgreifen und hier wieder randrängeln, genauso hier. Das System hier läuft jetzt mit dem Strom von da hinten, weil es eine Stromverbindung hier rüber gibt. Okay, ich glaube, das war schon alles, was ich zu Peer-to-Peer-Tunnel zu erzählen habe. 1 zu viele. Immer die Quellseite auf die Speicherkarte speichern und auf der Zielseite wieder draufpacken, die Config. Andersrum funktioniert es nicht. Genauso fließen auch die Sachen nicht andersrum. Ja? Ihr habt gesehen, das Wasser fließt von da nach da. Das kann nicht wieder zurück. Genauso mit dem Licht. Hieran können wir es, glaube ich, am schnellsten nochmal demonstrieren. Wir machen jetzt mal eben Nacht. Jetzt müsste es hier eigentlich gleich dunkel werden, genau. Stelle ich hier den Glowstone-Block hin. Fängt es da hinten nicht an zu leuchten, ja, weil die Config halt so ist. Speichere ich den hier auf der Speicherkarte und lade die Config wieder hier, dann kommt jetzt das Licht von da hinten hier raus. Also es funktioniert durch das Kabel im Prinzip in beide Richtungen, aber abhängig davon, wie es auf der Speicherkarte gespeichert worden ist. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge wird es sehr wahrscheinlich um die automatisierte Herstellung von Kristallen und Prozessoren gehen, weil das ist noch eine spannende Sache und hilft auf jeden Fall, wenn man viele AE2-Sachen automatisieren möchte, also die Rezepte dafür. Gut, schaut daher beim nächsten Mal wieder rein. Das wird interessant und lehrreich und ich freue mich auf euer Zuschauen. Vielen Dank, bis dahin, euer Sul, ciao, ciao.